Ich glaube, wir sind nämlich nur mal bis hier vorne. In irgendeiner der ersten Folgen sind wir bis nachher ganz vorne gegangen. Lass es Folge 8 sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und sind dann nicht weitergegangen. Jetzt können wir hier vielleicht mal ein bisschen weiter gucken. Einfach nur wegen... Boah, sieht schon... Das weiß ich noch. Hier haben wir gestanden. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir können auch theoretisch hier nochmal was auf. Nehmen wir mal ein bisschen. Die gelbe Blumen nehmen wir auch nochmal mit. Später können wir hier wieder ganz Neues anpflanzen. Aber für den Moment erstmal... Können wir es mitnehmen. Da ist es ja nicht ganz so schlimm. Hier sind wir ja eh quasi nie. Da können wir jetzt auch die ganzen Blümchen mitnehmen hier. Machen wir von beiden nochmal einen Stack. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was wir jetzt in Gelb färben sollen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ein bisschen mixen die ganzen Farben wäre ja auch noch eine Idee. Ob das geht, habe ich keine Ahnung. Brauchen wir für den Moment erstmal nicht. Aber wenn wir später so ein pinkes Zimmer machen wollen, ne, so als Idee, ne, dann, ja. Müssen wir da mal gucken, dann müssen wir natürlich ein bisschen rumfärben. Ich habe da gerade noch die roten Blumen gesehen. Aber wir gehen erstmal kurz ein bisschen weiter, weil dann, wir müssen ja eh hier wieder zurückgehen. So, dann haben wir mal ein bisschen was. Da ist auch ein Kollege. Zwei sogar, die da gerne bleiben dürfen. So, zack. Das heißt, wir müssen jetzt echt noch warten, bis hier die Saplings mit eingeführt werden, ne? Übrigens Avatar gerade im Hintergrund. Glaube ich, nicht schwer zu verwechseln. Oder leicht zu erkennen. Sehr gute Musik. So. Ich wollte auch nochmal auf eine andere Sache, weil ich jetzt auch gerade hier bei den Mods noch am machen war. Eine Sache, die mir noch... Nein, abgelehnt, erst Grüße gehen raus erstmal, noch reingeschrieben hat, ist, das ist ja, glaube ich, absoluter Zelda-Fanboy, zumindest von dem, was ich jetzt schon gesehen habe an, erstmal dein Profilfoto, beziehungsweise dein Profilbild bei YouTube und dann auch das, was du noch dazu geschrieben hast. Und der hat gesagt, dass es einen Zelda-Mod geben soll für die Beta 173, da müsste ich nochmal nachschauen. Aber ich habe gesagt, ich kann da zumindest, weil das jetzt dann mal jemand reingeschrieben hat in die Kommentare, können wir uns das zumindest mal angucken. Je nachdem, was natürlich dann hinzugefügt wird, muss ich dann mal schauen, ob ich es wirklich dann consider. Aber ich ziehe es zumindest in Betracht. Einfach jetzt auch, weil es jetzt angefragt wurde, ne, weil du jetzt gefragt hattest. Da würde ich das zumindest mal schauen, mir zumindest mal angucken und schauen, ob wir das quasi implementieren können. Jetzt habe ich ja auch hier den einen anderen Mod, den ich euch vielleicht später gleich nochmal zeigen werde, noch hier mit drin, der... auch sehr viele neue Blöcke, glaube ich, hinzufügt. Und ja, habe da quasi mein eigenes Versprechen bzw. meine eigene Vorgabe mit ein bisschen gebrochen. Aber ob wir ihn jetzt wirklich benutzen werden, weiß ich jetzt noch gar nicht. Das müssen wir jetzt mal gucken. Ich habe es bisher nicht testen können, weil es gibt ja hier kein Creative. Deswegen müssen wir das, wenn dann jetzt dann hier mal so ein bisschen austesten. Würde es aber zumindest mal probieren. Das ist so ein Ding dann halt, genauso wie der Handschuh, den wir dann wegschmeißen müssen. Sobald wir die Version wechseln, na, das müssen wir, erinnert mich bitte dran, bitte seid so nett, ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, an die man auch denken kann, aber bitte schreibt mir in die Kommentare dann, sobald wir uns Richtung der letzten Aufnahme hier begeben in der Version, dass ich doch bitte diesen Handschuh und alles, was an Mods dabei ist, dass ich das wegwerfe, weil ich würde es safe vergessen, ich würde safe, irgendwas würde ich vergessen. So, ich glaube, hier haben wir wieder einen Cut, ne? Ja, hier haben wir wieder einen Cut gemacht. Oh, guck mal. Da sehe ich aber was. Aber ich glaube, also wenn da jetzt schon aus den Bäumen jetzt hier... Ah, hier vorne sogar schon. Wenn ich jetzt das sehe, ich glaube nämlich nicht, dass wir... LOL. Okay, das wusste ich jetzt auch gerade mal nicht. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr im Gedächtnis, dass wir... Dass man in einem, also in einem Block tiefem Wasser noch Schaden bekommt. So, jetzt haben wir einen Stack. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ja, wir nehmen mal ein bisschen mehr. Komm, wir nehmen alle mit. Oh, das ist noch Eisen. Guck mal. Zuckerrohr. Wobei, Zuckerrohr haben wir genug. Haben wir auch oben angebaut. Wir können mal zur Probe. Baue ich den jetzt mal ab. Wir nehmen das mal mit, das Holz. Und wir gucken einfach mal, was jetzt dann damit passiert, wenn der jetzt abgebaut ist. Ob da jetzt andere Saplings rauskommen oder nicht. Jack, ich kann diese Sachen halt nicht testen. Ne? Also, es ist jetzt alles Learning by Doing. Also, um das jetzt mal so zu sagen. Super. Weil, schon, es gibt keinen Creative Mode und ich kann das vorher nicht testen. Dann gucken wir jetzt mal, was wir da jetzt rauskriegen. Ne, das sind die normalen Saplings. Okay, gut. Davon haben wir genug, deswegen nehme ich davon jetzt keine mehr mit. Aber dann haben wir das auch geklärt und wissen jetzt Bescheid, dass quasi die Birkenbäume auch die normalen Eichensetzlinge droppen. Das heißt, darum brauchen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen.
So. Guck mal, das war mal, glaube ich, eine ganze Aufnahme damit beschäftigt, hier nur diese Dinger zu suchen, nur die Blumen zu suchen. Aber jetzt haben wir sie auch. Jetzt haben wir auch über einen Stack, glaube ich. Ne, wir haben genau einen Stack. Die davon nehme ich auch noch mit. Und dann machen wir uns auf dem Rückweg. Davon sieht es mir übrigens auch nach Wüste aus, hätte ich gesagt. Das können wir nochmal ganz kurz discovern. Da bin ich nochmal ganz kurz einmal hin. Ich weiß, wir haben ganz irgendwo, ganz hinten haben wir auch schon mal eine Wüste gefunden. Ich wüsste jetzt nicht mehr ganz genau, wo sie ist. Übrigens, wo wir gerade darüber sprechen, scheiße, ich habe nicht dran gedacht, dass es natürlich auch noch Nacht wird. Ich habe natürlich die Minimap nicht mehr da. Die Minimap haben wir nicht mehr drauf, einfach aus dem Grund, dass es keinen Mod gibt momentan für die 1.2. Also beziehungsweise momentan ist gut, also es gibt für die 1.2 keinen Minimap mehr. Zumindest keiner, der funktioniert hat. Und dementsprechend müssen wir jetzt leider mit dem auskommen, was wir jetzt hier haben. Und das sieht mir nach Wüste aus. Das ist sehr gut zu wissen. Das ist nämlich um einiges näher dran als die andere Wüste, die wir hinten haben. Dann können wir da nämlich dann auch nochmal hingehen und können ein bisschen was an Sand abbauen, wenn wir dann eventuell noch ein bisschen mehr brauchen. Für den Moment kommen wir erstmal, glaube ich, damit aus. Aber wir gucken dann nochmal später, wenn wir es dann wirklich nötig hätten. So, haben wir Dings noch? Ne, haben wir nicht. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt da irgendwo hochbauen. Beziehungsweise, ich glaube, hier rechts könnte es sogar funktionieren, dass wir einfach so hochkommen. So, Fackel, wie ihr seht, geht auch nicht. Fackelmod haben wir auch nicht drin. Der ist auch nicht mehr vorhanden. Ich habe dafür eine Alternative. Den muss ich aber, allerdings, da muss ich erstmal gucken, wie ich das Ding crafte. Das ist dann natürlich das... ja, da spawnen sie direkt, die Kollegen. Das ist natürlich dann das Belastende an der Sache. Und das ist jetzt noch belastender, dass wir gesehen wurden. Verpiss dich! Ich laufe jetzt erstmal hier so einfach so straight durch. Oh, da sind ein paar Creeper. Das ist nicht nur einer. Das ist nicht nur einer. Da ist auch noch eine rote Blume. Ich sehe gerade übrigens auch überhaupt gar nichts. Es blendet gerade leider ein bisschen sehr. Ach du Scheiße. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ganz genau wir herkommen. Ich glaube von da, ne? Wir müssen jetzt, glaube ich, einfach straight durch. Ich glaube, das passt da vorne. Jetzt im Dunkeln und wo es so leicht am Blenden ist, bin ich mir nämlich nicht mehr ganz so sicher, bin ich ganz ehrlich. Oh ja, Kollege. Ja, hier ist nicht so schlimm, wenn du explodierst. Hier ist es für mich nur halb so schlimm. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verpieselt euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Oh, Spinne. Scheiße. Das ist jetzt ein Problem, weil die Dame ist nämlich schneller. Und wir haben hier sowohl Creeper als auch Zombie. Scheiße. Komm, fass mal. Ach, scheiße, natürlich. Aua. Da kommt noch ein Creeper, aber nein. Nein, komm. Ach, Junge. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg, 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 weg. Habe ich noch Futter? Nein, habe ich nicht mehr. Wir könnten uns was machen, aber... Das dauert gerade mal ein bisschen zu lang. Oh, natürlich spawnt jetzt genau da eine Spinne. Mistviech, ey. Oh, da hat uns noch ein Creeper. Will nur das mitnehmen. Tschüss. Oh mein Gott, ein Spinnenreiter. Scheiße, auf gar keinen Fall. Oh mein fucking Gott. Ne, das machen wir mal überhaupt gar nicht. Dass wir jetzt direkt hier einen Spinnenreiter sehen. Ich weiß nicht, ob das hier ein Zweier-Ding ist. Ich glaube, wir haben es bisher noch nicht gesehen. Aber dann direkt jetzt hier mal so einen Kollegen. Das hat natürlich was, da oben ist er. Abgefahren. Ja, wir gehen mal kurz schwimmen. Ist mir, glaube ich, gerade mal ein bisschen lieber als jetzt dann da vorne. Junge, einfach ein Spinnenreiter. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ich sehe schon unseren Hafen da vorne. Das ist Kohle. Hm, okay. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja, auf jeden Fall, um nochmal ganz kurz auch auf die Zelda-Mod zurückzukommen. Ich guck da mal rein. Ich schaue mir das Ganze mal an. Ich consider das jetzt gerade einfach mal. Und wir schauen dann mal, was wir dann am Ende dann wirklich dann daraus machen. Einfach schon aus dem Grund, wenn jetzt da halt, ich sag mal, die World-Gen, ich will halt einfach gucken, dass wir die World-Gen vor allem nicht beeinträchtigen, weil das könnte ein Riesenproblem am Ende dann werden. Guck mal, da haben wir auch gerade einen Squid hier. Ich glaube, ihr wisst warum, ne? Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, warum. Und aus diesem Grund will ich das erstmal, vor allem Sachen, die irgendwas mit einer World Gen oder so zu tun haben, die will ich erstmal außen vor lassen. Weil das brauchen wir dann für den Moment erstmal nicht. Das macht es alles nicht einfacher. Und vor allem, wenn wir dann später hier die Welt dann nochmal anderweitig erkunden wollen, das macht es auch nicht so viel einfacher.
Deswegen würde ich das für den Moment erstmal außen vor lassen, wenn da irgendwelche Sachen dabei sind, die jetzt mit der World Gen zu tun haben. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Aus logischen Gründen. So, sieht schon geil aus, aber wieder hier, ne? Muss man einfach mal so... Oh, shit. Nee, oh, balla. Ist schon nice. Ist schon wirklich nice. So, dann haben wir jetzt aber erstmal so ein paar Sachen hier zusammen. Die Creeper können sich da bitte mal verpieseln. Ja, bleibt ihr mal da. Genau, dreh dich mal ein bisschen rum, aber guck mich nicht an. Danke. So, dann sind wir erstmal wieder zurück. Wir können jetzt dann mal gucken, dass wir die Sachen, die jetzt dann Färbung benötigen, auch eingefärbt werden. Und dann nach so richtig chilliger Mucke hier. Können wir da mal ein bisschen abgehen. Wir gehen mal hier vorne lang. Denn das erste Ding, was wir jetzt machen, das erste Ding, was jetzt ansteht, ist hier vorne in unserer wundervollen Taverne. Gehen wir einmal unten rein. Um den Kollegen da einmal kurz auszuweichen. Hier haben wir nämlich einmal weiße Wolle. Und die hätte ich gerne ersetzt. Und zwar gerne... mit roter Wolle. Oh. Guck mal, ist das nicht schön? Oh, ist das toll. Wir haben endlich farbige Wolle. Ich find's nice. Oh, shit. Hatte ich oben noch irgendwie was gehabt? Warte mal. Ich glaube nicht. Hier fehlt natürlich noch ein Bett. Da muss noch ein Bett hin. Aber ich glaube, hier mit sonst Wolle habe ich hier erstmal nicht weitergearbeitet. Aus dem Grund lassen wir das erstmal. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal rote Wolle. Und... jetzt aber fix weiter. Moin, Kollege. Ja, ich glaube, mit der Farbe will ich dich nicht hauen. Das macht, glaube ich, ist nicht so effektiv. Aber wir gehen jetzt mal hoch und gucken nochmal. Oh, kann ich auch? Oh, warte mal. Das wäre jetzt auch mal eine Überlegung wert. Ich nehme mal ganz kurz hier schon mal ein paar. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll, das jetzt hier außen zu machen. Vor allem, wenn hier irgendwelche Creeper irgendwo sein könnten. Aber ich will mal schauen, ob ich es einfach rechts klicken kann und das dann schon einfärbt. Bei Schafen dürfte es ja auf jeden Fall funktionieren. Jetzt gucken wir mal, ob das mit der Wolle auch funktioniert oder ob ich die erstmal abbauen muss. Das ist ja eine Kleinigkeit. Wo ist denn der Zombie? Steht der da drunter? Ich habe es gerade nur gehört. Hallo? Ja, ja. Jumpt ihr mal schön rum hier. Ja, ja, noch einer hier. Haben wir auch noch nicht zugebaut hier vorne, ne? Können wir uns auch nochmal ransetzen. Nicht ganz early. So. Ich gucke immer wieder so gerne hier runter, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wirklich. Ich gucke so gerne hier runter, weil das so nice ist. Nee, geht nicht. Schade. Dann machen wir es einmal so. Weil natürlich muss hier ein roter Teppich rein. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Zack, guck mal. Wundervoll. Das macht es doch direkt schon viel wohnlicher. Gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. So, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal genug, dass wir damit locker auskommen sollten für den Moment. Oh, shit. Meine Maus ein bisschen langsamer gestellt. Jetzt geht's wieder. Gut, und dann werde ich ganz kurz gesagt, wir machen mal eine ganz kurze Pause, denn ich muss mir was zu trinken holen. Wir lagern nochmal ganz fix einmal ein. Ich mache jetzt erstmal alles. Wir lagern jetzt erstmal alles ein. Und dann muss ich mir ganz kurz was zu trinken holen, aus logischen Gründen. Das Weed. Wir können erstmal ganz kurz hier gucken. Jetzt müssen wir hier noch was freimachen für Knochen auf jeden Fall. Die packen wir mal. Wobei, nee, die packe ich vorne rein. Das ist ja eher so ein Krimskrams-Ding. Guck mal da. Das da rein, das da rein. Da können wir auch noch ein bisschen Wolle mitcraften. Das ist auch noch mal ein bisschen was. So, Krimskrams. Hätte ich dann auch fast gesagt, sowas hier ist auch Krimskrams. Das packen wir mal dahin. Dann haben wir natürlich einen Crafting Table. Den lassen wir mal hier. Dann haben wir hier noch ein zweites Holz. Bisschen was haben wir mitgenommen. Das da rein. Gut. Und dann brauchen wir wieder was zu futtern auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was hier frei. Habe ich hier noch eine Axt drin? Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Gut, Leute, ich stelle mich erstmal ganz kurz hier unten hin. Ich würde mir ganz fix was zu trinken holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen eine ganz kurze Pause und vielleicht auch jetzt, ich denke mal, es passt ganz gut mit dem Folgenende. Ich würde dann auch mal sagen, wir sehen uns dann. Es ist immer noch eine Aufnahme.
Das ist nämlich nicht ja zwei Aufnahmen, ist eine Aufnahme. Aber wir machen eine kurze Pause und wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Und deswegen sage ich aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten geben. Und gerne natürlich auch den Abo-Button drücken, wenn ihr das Projekt weiter verfolgen wollt. Und ich bin gleich wieder für euch da. Und wünsche aber trotzdem euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut. Schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, oder Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge geschaut habt. Und wir sehen uns gleich wieder in der neuen Folge. Bis gleich.